denke, wir müssen in Deutschland einen Gründergeist entwickeln, dass junge Leute, ob mit oder ohne Hochschulabschluss, begeistert dabei sind, ein Unternehmen zu gründen. Und wenn das genügend in Zukunft werden, dann entstehen daraus auch bestimmt digitale Weltmeisterführer. In Amerika oder auch in Israel sind die jungen Menschen so begeistert vom Unternehmertum, dass sie große Unternehmer werden wollen. Und Unternehmer, wie Sie gerade genannt haben, Musk oder Zuckerberg, wollen die Welt verändern mit ihren Ideen und ihren Produkten. Und wenn wir solche Themen aufgreifen, wenn wir Ideen haben, mit denen man die Welt verändern kann, dann sollte man das auch versuchen zu tun und dann ein weltweit agierendes Unternehmen zu entwickeln. Und ich denke, solche Visionen müssen junge Leute lernen zu entwickeln. Begeisterung, Spaß und dann sagen, ich will die Welt. Dann wird es auch werden. Also ich denke, wir können alle was tun. Und wir sollten vor allen Dingen nicht immer Bedenkenträger sein und den kleinsten gemeinsamen Nenner an irgendwelchen runden Tischen diskutieren, solange bis das Essen, habe ich heute Morgen so genannt, woanders gegessen wird. Und das betrifft zum Beispiel das Industrie 4.0-Thema, wo wir wirklich gute Chancen haben. Aber bis alle Verbände sich da einig sind, wie man es denn machen könnte, dann sind viele Firmen auf der ganzen Welt schon darauf gesprungen. Wir müssen viel, viel schneller werden in der digitalen Wirtschaft und wir sollten weniger Bedenkenträger fördern und auf die Bedenkenträger einfach nicht hören. Ich denke, natürlich sind die Studienanforderungen heute hoch, aber man kann durchaus eine ganze Menge lernen und Sie können viele Privathochschulen sehen, die das stark fördern, Unternehmertum im Studium. Also ich denke, da ist jeder frei, seine Idee zu verwirklichen und mit ein paar Kollegen zusammen was zu machen. Warum nicht? Also ich finde ja der E-Entrepreneurship Flying Circus eine wunderbare Idee und ein hervorragender Puzzlestein in der Initiative, dass wir in Deutschland ein bisschen mehr Gründergeist und Gründertum haben werden in Zukunft. Und ich kann nur sagen, hoffentlich gibt es viele Circus-Veranstaltungen in Zukunft auch noch.